Hey, hey aus Schweden. Ja, auch hier sind die Temperaturen gestiegen, wie in Deutschland auch. Der Schnee ist leider geschmolzen, obwohl ich ihn noch gerne etwas gehabt hätte. Aber ich nutze die Zeit des nahenden Frühlings für einen Ausflug. Ich musste mal raus aus dem ganzen Waldgebiet und bin ans Meer gefahren. Heute bin ich in Varberg und wenn ihr mich begleiten möchtet, dann bleibt gerne dran. Es ist auch hier in Småland jetzt sehr frühlingshaft geworden, mit Temperaturen bis plus 10 Grad. Teilweise strahlend blauer Himmel und da bekommt man natürlich viel, viel Lust, an die frische Luft zu gehen. Ich bin ja generell viel an der frischen Luft, allerdings bin ich hier umgeben von Wald und Seen, was super, super schön ist. Aber irgendwie bekomme ich bei diesem Wetter mehr Lust, mal was anderes zu sehen. Und da bietet sich natürlich ein Ausflug ans Meer an. Auch am Meer ist man ja hier meist ganz für sich und man kann die Seele baumeln lassen und einfach mal die Weite des Meeres genießen und Salzluft tanken. Und das habe ich gemacht und bin nach Varberg gefahren. Doch vorher gebe ich noch mal ein kurzes Update zu meinem Ofenvideo. Viele von euch haben es vielleicht gesehen. Ich verlinke das noch mal hier oben. Meine Putzaktion hat nicht so ganz gewirkt, also der Ofen hat weiterhin gequalmt und es war das Gefühl, dass irgendwas verstopft ist und dann musste da nun doch der Handwerker ran. Das seht ihr jetzt hier und begleitet mich danach gerne nach Varberg. Vor einigen Jahren hat es in diesem alten Schornstein bereits einen Schornsteinbrand gegeben und daraufhin wurde der Schornstein von innen neu ausgestattet und mit zwei Metallrohren versehen. Nach der Reinigung funktioniert der Küchenofen jetzt einwandfrei, also es qualmt nicht mehr so dolle, aber ich muss das Ganze natürlich noch beobachten. Jetzt verlasse ich erstmal unser Walddorf und fahre ans Meer. Thank you.
Winterberg liegt unterhalb von Göteborg und ist seit 200 Jahren ein anerkannter Kurort. Die größte Sehenswürdigkeit ist sicherlich die Festung, die weit über 700 Jahre alt ist. Solltet ihr auch mal nach Warberg fahren, bietet sich ein Großeinkauf an, denn etwa eine halbe Stunde von Warberg entfernt liegt Skandinaviens größtes Einkaufszentrum, und zwar in Ullared mit dem Namen Gekkos. Diese Bilder sind von meinem Besuch aus 2018. Dazu habe ich ja auch einen Film gemacht und den Link findet ihr in der Infobox. Ich hoffe, der kleine Ausflug ans Meer hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine gute Woche und sage bis bald. Hej då aus Schweden!